Leute, zum Tätikum, zu einem neuen Video vom Kanal. GV04. Video für euch: Publik Transport Simulator. Und seit wann fährt da Polizeiauto hier durch den Startbildschirm? Okay, gab es hier ein Update, wovon ich nicht wusste? Okay, jeder muss auch sein, wir fahren heute den längsten Bus, den ich jemals gesehen habe, und zwar ist es dieser hier, Mega B Articulated, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber diesen Bus haben wir auf jeden Fall auch noch mal im Einhornblank. Gucken, Iragus, das könnte sein. Muss nur laden, ne, das ist auch nicht. Mega, ich glaube, der war das. Genau, das müsste der sein. Nur halt eben jetzt hier mit noch einem weiteren Gelenk dazu. Und das ist einfach nur heftig, Leute. Ja, mit dem neuen Update ist jetzt mit diesen Schlüsseln freischalten. Und da hatte ich jetzt den hier einfach freigeschaltet. Also hier muss man eben diese Schlüssel einsetzen. Und das ist auch der einzigste Bus mit diesen drei Gelenken. Ich muss gar nicht das Ding hier abfüllen. So, diese Carbox. So. Ich habe schon ein, zwei Runden gespielt. Genau gesagt, drei Stück. Und Eis hat mal Regen aktiviert gehabt. Und es ist auf jeden Fall echt gewöhnungsbedürftig. Also, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal gespawnt. Wir schauen uns das mal an von oben. Kann man schön von oben die Sicht haben, von vorne, von hinten. Und ich fahre Gelenkbusse auch immer gerne in dieser Perspektive, weil ich die besser im Griff habe, so ein bisschen mit dem Lenken. Weil so kann ich zwar auch fahren, aber da diese Ansicht nehme ich eher, wenn ich einen Bus habe ohne Gelenk. Keine Ahnung, ich habe dann einfach bessere Sicht irgendwie und kann auch damit dann besser lenken. Wahrscheinlich habe auch lange nicht mehr gespielt, außer halt jetzt gestern diese paar Runden mit dem Bus. So, wir müssen mal kurz diese Perspektive. War auch super. Machen wir so kurz. Ja, so sieht er eben ganz normal aus wie ein normaler Bus, ne? Der Perspektive. Es regnet hier. Okay, das ist auch schon unsere erste Haltestelle. Können wir nämlich weitere Perspektiven vom Bus sehen gleich. Ich fahre mal so nah wie möglich ran. So, sieht das gut aus? Na, nicht perfekt, aber gut. So, machen wir die Türen mal auf. Schränken die vorne rein. Nee, die gehen natürlich alle hinten. In der letzten Tür. Super. Okay. Ja, moin. Kollege. Und Frau da vorne, es sind Sitzplätze frei. Da könnt ihr euch auch gerne hinsetzen. Ja, okay. Gut, weiter geht's. Ich glaube nicht viel weiter, weil da haben wir eine rote Ampel, glaube ich. Gott, warte, ich sehe gar nichts von. Ne, ist gar keine Ampel. Wir stehen hier diese Autos mit dem rum. Wir gucken, komme ich hier rum? Oh Gott, ey, wie das aussieht, ne? Schwimmkasse. Guck mal. Ich berühre den und dann. Ey, das ist schon krass, wenn man so guckt, wie das sich dann so durch über, um diese Kurve schlängelt. So, wann kommt die nächste Haltestelle? Erstmal nicht. So, ey, hallo. Ich fahre hier schon. Ist schon krass. Ich kann einmal versuchen, so zu fahren. So von Fahrer in Sicht. Ansicht, aber. Wie gesagt, ich fahre damit eigentlich normalerweise nicht so oft von innen.
Weil da kann man schön mit dem Scheibenwischer sehen, ne? So, jetzt müssen wir gleich wieder gucken. Wir hier auch gut bei dem Kreisel rumkommen. Ey, das ist schon so krass, ne? Gibt es so einen Bus auch in echt? Ich glaube sogar schon. Ich meine, ich habe so sogar schon mal einen Bus gesehen. Also nicht in Deutschland, aber ich bin mir auch nicht sicher, in welchem Land das war. Aber ich glaube, irgendwo gibt es den auf jeden Fall auch schon. Mit so drei Gelenkdinger drin. Number, also das blendet ganz komisch durch. So, jetzt müssen wir gleich nächste Haltestelle kommen. Genau. Wieder vor einer Kreuzung. Gleich hier. Und nicht gegen die Laterne fahren, bitte. Ein Stück können wir noch vor. So. Ist die Innenansicht. So von vorne, ja, guten Tag, hallo. Man bezahlt einfach. Die laufen einfach durch vorbei. So. Es sieht auf jeden Fall schon echt interessant aus, einfach so zu sehen mit den zwei Gelenken. Also ich meine, in Deutschland gab es sowas nicht. Aber in einem anderen Land, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht genau sicher, in welchem Land das jetzt war. Schaffen wir noch die Ampel? Ne, schaffen wir nicht mehr. Ja, zu spät. Okay. Schon die Haltestelle? Ne. So. Es ist quasi irgendwie wie ein Zug auf der Straße, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Mal von oben gucken. Ja. Hoppla. Kurve schon vorbei. Wo muss man hin? Geradeaus. Ja, dann können wir auch hier drüben fahren. Wie? Lass es knackt hier so. Ich bin's nicht. Jetzt geht es erstmal nur geradeaus. Über einer Brücke. Wollen wir jetzt erstmal Gas geben hier. Es kommt aber gleich wieder eine Kurve. Kann man sehen, wie schnell der fährt? Innenansicht. So ein bisschen, ja, jetzt stehen hier wieder die Autos so dumm rum. Was war das? Keine Ahnung. So, hier kommt jetzt die nächste Haltestelle. Und hier wird es nämlich wieder so ein bisschen zum Problem, was ich mega nervig finde. Das ist aber nicht nur bei diesem Gelenkbus so, aber das sieht man einfach extrem bei diesem Doppelgelenkbus. Und zwar, wenn man jetzt hier ranfährt an diese Kante, dann bremst man, macht man die Türen auf. Okay, jetzt wo ich es zeigen wollte, existiert dieser Bug nicht. Aber es passiert einfach manchmal, dass irgendwie einfach nachdem man diese Türen aufmacht, dass die einfach an dieser einen Kante irgendwie anstoßen und dann drücken die voll den Bus irgendwie so weg. Und dann steht der Bus einfach da wie so ein Z irgendwie so komisch an. Nicht mehr auf der Busspur, sondern schon auf der richtigen Straße. Und das ist einfach mega nervig. Aber ich habe mich dann so perfekt quasi hingestellt. Und ich glaube, das passiert echt irgendwie, wenn man aber mit dem zweiten Gelenke drüber ist. Ich weiß es nicht genau, aber naja. So, mal gucken. So, fährt jetzt hier eigentlich auch Polizei rum oder nicht? Vorhin ist auf jeden Fall Polizei lang gefahren. Im Willkommensmenü. So, müssen wir hier dann geradeaus.
denn das eigentlich für eine Kreuzung hier? Habe ich auch noch nie gesehen. Mit solchen Ampeln. Mysteriös, mysteriös. Na, wir können noch ein Stück vor. So, wie viele Haltestellen haben wir denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So, hier nochmal geradeaus. Hier. Genau, das ist so die normale Kreuzung bei so einer Straße. So, dass man, dass die Abbiegespur eine Ampel hat, wenn man geradeaus will, dass man dann einfach durchfahren kann. Auf seiner Spur. Oh, jetzt kommt ein bisschen durchgelenkt. Nochmal andere Ansicht nehmen. Oh Gott, ich bleib nicht mehr auf meiner Spur, ey. Ich kann es aber echt nicht so in dem Spiel einschätzen, wenn ich jetzt so in dieser Ansicht fahre, wo dann quasi mein Bus auf der rechten Seite dann aufhört, weil ich kann dann auch die Kamera nicht mehr schwenken irgendwie so. Das ist ein Problem. So, jetzt machen wir wieder die Sicht von oben, würde ich sagen. Hallo, von oben. So, danke. Gucken, wo ist den Bug, aber ich glaube nicht. Ja, stehen wir sowieso scheiße da. So. Vorne will keiner einsteigen. Okay. Den wieder zu. Und dann war auch da vorne gleich schon das Ziel. Und zack, Leute. Also es ist auf jeden Fall echt interessant, mit so einem großen Bus zu fahren. Wir haben irgendein Upgrade-Card freigeschaltet. Blaue Farbe. So, ich würde sagen. Nein, keine Werbung. So, okay. Haben wir auch mit freigeschaltet. Oh! Okay, das sieht nice aus. So. Leute, sehen wir den auch nochmal. In Blau. So, was wollte ich? Genau, wir hatten ja auch noch so einen normalen Doppelbus, also so Doppelstock. So doppelstöckig. Hätte ich jetzt nochmal kurz gefahren, eine kleine Runde. Was wird das denn hier? Mega. Das dauert immer so lang, dass bis er die Fahrzeuge geladen hat. Wero 200, das war der auch nicht, ne? Da ist einer drin. Mit dem sind wir, glaube ich, auch noch nicht so viel gefahren. Auf Kamm machen wir die hier. Aber diesmal Regen deaktivieren. Und zwar, wenn ich den hier fahre, dann kann ich eigentlich echt nur in dieser Ansicht fahren. Oder halt mit dieser Bodenansicht da. Die hier. Das sind einfach. Ach, diese Haltestellen, die mag ich auch so gar nicht auf dieser City Map. Dann ist da vorne gleich schon die nächste. Was macht das? Was ist das für ein Sinn? Dass vorne direkt nach der Ampel schon die nächste Haltestelle ist.
Aber gut, so gehen die auch hoch. Müssten eigentlich. Weiß ich nicht, welche Ansicht ich fahren soll. So ist auf jeden Fall Katastrophe. Ein Stück nach vorne. Oh wow, das ist immer irgendwie über die. Ja, egal. Guck, und da ist schon das Ziel. Wie weit sind wir jetzt bitte gefahren? 10 Meter? Ja, okay, das ist schon mal eine sehr kurze Runde. Aber ich denke mal, es reicht dann trotzdem. Nachdem das letzte Video wieder so lang geworden ist mit dem Firework Studio, brauchen wir jetzt nicht wieder so ein ewig langes Video machen. Also zack, einmal da rein, das war's. So, wie weit kommen wir zum nächsten Upgrade? Ja, nice. Aber von was ein Upgrade? Okay. Also. Das war's mit dem Video. Und. Ja, by the way, wir hatten auch noch ein. Also, hier ist auf jeden Fall auch noch so ein mega seltsamer Bus drin. Den ich wahrscheinlich im nächsten Publiktransport-Simulator benutzen werde. Ich muss ihn nur einmal suchen. Hier war es auf jeden Fall nicht. So. Müssen wir auf jeden Fall noch nicht freigeschaltet haben. Nee, warte mal. Müsste eigentlich hier vorne noch irgendwo sein. Aber irgendwie. Warte hier. Nee, die haben wir aber schon freigeschaltet hier vorne, ne? So, die ganzen, die wir noch nicht haben, alle hintergesetzt, ne? Muss man wieder suchen. Genau, einmal der hier, weil der so komische breite Türen hat. Und dann war das, glaube ich, der hier, oder? Ne, das ist noch ein anderer. Also was hier noch für Busse kommen, ne? Das ist echt krass. Guck mal, wie der von hinten aussieht. Was ist das? Was ist der Bus, den ich meine? Nee, der auch nicht. Der nicht. Der auch nicht. Was ist der? Nee. Nee, der auch nicht. Das hier. Und zwar, ja, jetzt dreht er sich gerade. Es ist irgendwie so eine andere Art von diesem Gulliver. Aber der hat so eine richtig breite Tür in der Mitte. Jetzt dreht er sich nochmal durch das Ding an. Das sind, glaube ich, auch noch, aber jetzt nur noch ganz normale Busse, die dann jetzt noch kommen. Ah, nee, das war den ich gemeint habe. Das war der. Guck mal, wie merkwürdig der einfach aussieht. Future City. Das war der gerade gar nicht, den ich gemeint habe. Das ist der. Also der sieht echt richtig merkwürdig aus. Vor allem auch ganz vorne. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist gar keine Tür. Aber in der Mitte ist dann halt so eine richtig fette. Oder das sind so zwei nebeneinander. Das kann auch sein. Das sieht auf jeden Fall echt merkwürdig aus. So, aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da. Oben rechts aufs i klicken, da findet ihr meinen Zweitkanal MT17. Was haben wir da? Keine Ahnung. Es kommen also noch einige. Ja, das war's schon. Also, lasst gerne ein Like oder Abo da.
Und bis zum nächsten Video, euer GFM4 und ciao.